Hallo und herzlich willkommen. Heute blicken wir für Sie wieder in die Welt des Handwerks. Und da geht es um die Themen Berufsfindung und Berufsbildung. Und da möchten wir einen kompletten Bogen spannen vom Schüler, der sich noch in Richtung Ausbildung orientieren möchte, bis hin zum Meister, der schon fest im beruflichen Leben steht. Beginnen möchten wir mit den Schülern, denn davon befinden sich gerade viele auf dem Gelände der Handwerkskammer bei den Junior-Techniker-Workshops. Und zwei Kurse haben wir mal für Sie besucht. Einen vertieften Einblick in die Berufsorientierung bietet die Handwerkskammer Koblenz bei den Junior-Techniker-Workshops. Schülerinnen und Schüler des 7. bis 10. Schuljahres können hier in verschiedene Berufe reinschnuppern und erste Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Auch in 2008 hat die Handwerkskammer Koblenz ein breites Angebot für die Jugendlichen initiiert. Unter Anleitung von qualifizierten Ausbildern nahmen seit dem 18. März über 100 Interessierte an den Junior-Techniker-Workshops teil. Ob Metall, Videoproduktion, Tischler oder das Arbeiten mit Blatt und Bleistift, hier war für jede und jeden etwas dabei. Aber wie sehen die Zukunftspläne der Jugendlichen eigentlich aus? Ich hatte mal überlegt, Mediendesignerin, und da habe ich gedacht, Grafikdesign könnte so auch in die Richtung fallen. Und deswegen kam ich halt auf den Kurs und interessiere mich auch ein bisschen schon dafür. Ich habe mal überlegt, ich wollte irgendwas ein Zeichnerisches machen und wollte mal gucken, ob so Grafikdesign irgendwas für mich ist, mal ausprobieren. Eigentlich hatte nicht so viel mit Zeichnen zu tun, aber also meine Mutter hat gemeint, weil du doch so gerne zeichnest, kannst du deinen Workshop doch mal machen. Und sie hat das anscheinend auch gemacht, aber irgendwie würde ich lieber mit Schreiben oder so, also ich wäre gerne Buchautorin, ja. Ich habe zwar einen Berufswunsch, aber nicht so direkt mit dem jedem Workshop. Ich habe eher vorgehabt, in den Bereich Wirtschaft zu gehen. Und ich habe den hier eigentlich nur gemacht, um mal so vielleicht auch ein bisschen was anderes zu machen, zu entdecken. Und ja, ich bin mir nicht so hundertprozentig schlüssig und deshalb mal was anderes, ja. Wer wie hier bei den Metallern am Kurs teilnahm, wurde auch sogleich gefordert. Wer es noch nie gemacht hat, für den war es auch nicht leicht, ein Werkstück nach einer technischen Zeichnung anfertigen. Mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl unter den prüfenden Blicken des Ausbilders wurde hier eine arbeitsalltagsrealistische Atmosphäre geschaffen. Also ich will ein bisschen nicht reingucken, was so ist, Metall, aber was genau ich machen will, keine Ahnung. Ich will mich einfach überraschen lassen. Wir haben bisher zum Platten, also von zum also die waren scharf und wir sollten die, dass sie nicht mehr scharf sind, feilen. Die Junior-Techniker-Workshops der Handwerkskammer Koblenz zeigten auch in den Osterferien 2008, dass eine vorberufliche freiwillige Orientierung hilft, den weiteren Lebensweg zu planen. Vom Schülerpraktikanten bis zum Meister im Handwerk. In dem folgenden Unternehmen, welches wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, ist dieser personelle Brückenschlag täglich im Einsatz. Von den Junior-Techniker-Workshops nun zu einem ganz besonderen Betrieb, der von der Berufsanfängerin bis hin zur Meisterin alles unter einem Dach vereint. In der Konditorei des Seehotels Maria Lach ist die ganze Woche höchster Einsatz gefordert, denn als regionaler gastronomischer Dienstleister steht das Team ständig im Fokus seiner Gäste. Vom Eisbecher bis zur Hochzeitstorte, das Aufgabengebiet ist umfangreich. Dabei ist der Start in den Traumberuf ganz einfach. Ich habe im Vorderrhein schon Bäckerin gelernt, aber ich wusste von Anfang an, dass Konditorin mein Traumberuf ist. Und da man ja, wenn man hier in der Nähe wohnt, schon davon hört, wie toll die Ausbildung hier im Seehotel Maria Lach ist, habe ich mich direkt hier beworben und es hat direkt geklappt. 3 Jahre dauert in der Regel die Ausbildung im Konditorenhandwerk und wer ganz fleißig ist, der kann unmittelbar an den Gesellenbrief seine Qualifikation verbessern. Mit dem Meisterbrief eröffnen sich die vielfältigsten beruflichen Möglichkeiten. Ob Ausbilder oder die Selbstständigkeit oder beides zugleich. Einsatz wird belohnt. Also ich arbeite gern mit jungen Menschen und es sind sehr viele Leute, die bei uns durchgehen, zum Beispiel sehr viele Schulpraktikanten, auch Leute, die einfach nur mal reinschnuppern in anderen Berufen, hier Hotelfachleute oder Restaurantfachleute, die Köche, die auch für einige Tage zu uns kommen. Und das ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Gerade die jungen Leute sind ja immer verschieden, da muss man sich drauf einstellen. Im Seehotel Maria Lach sind die Rollen klar verteilt. Über die Konditoren wacht eine Meisterin, die vom ersten Tag an für ihren Beruf lebt. Dabei waren es für sie die unterschiedlichsten Beweggründe, sich für dieses Handwerk zu begeistern. Man hat einen ganz kreativen Beruf, man kann ganz viele Sachen machen, man hat
die ganzen Jahreszeiten, Sommer, Winter, wo immer wieder neue Dinge anstehen. Gerade jetzt zu Ostern haben wir Ostereier hergestellt, wir haben Pralinen hergestellt, wir haben Marzipanfiguren hergestellt, spezifisch für Ostern, und das ist eigentlich ganz toll. Im Sommer erlebt man die verschiedenen Früchte, dann in der Weihnachtszeit, also es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Die HWK hat die Zeichen der Zeit erkannt und füllt mit ihrer regelmäßig wiederkehrenden Maßnahme eine immer größer werdende Lücke in unserer gegenwärtigen Berufswelt. Wie wir gesehen haben, ist das hier ein beispielhaftes Ausbildungsunternehmen. Und mit diesen Bildern aus der Welt des Handwerks möchte ich mich vom Seehotel Maria Laach auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal in einer Woche. Machen Sie es gut. Ihre Katharina Buchsieb.